Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Würfelwelten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung eines Stonemaier Games in einer deutschen Version bei Feuerland erschienen. Sehr ungewöhnliches Spiel, ein Roll- und Ride-Spiel, und das hat auch gewisse Hintergründe, warum man so ein solches Spiel dann letztendlich an den Markt gebracht hat. Dazu natürlich im Verlauf des Videos mehr. Es ist ab 14 Jahre, dazu denke ich auch im Fazit mehr, weil das können durchaus auch Jüngere spielen, für 1 bis 6 Personen. Und geht circa 30 Minuten. Und zwar ein Spiel direkt von Jamie Stegmaier persönlich. Und das hat auch seinen Hintergrund. In dem Video möchte ich euch natürlich einen Überblick geben, was man denn hier machen muss. Und abschließend gibt es auch ein kleines Fazit. Und wenn ihr die Auslage seht, dann sieht es schon mal ein bisschen ungewöhnlich aus. Insbesondere was die Titel angeht. Also es ist schon so ein bisschen ein Fanspiel. Allerdings muss man ja durchaus ein bisschen Roll-and-Ride-affin sein. Solche Spiele mögen. Und dazu natürlich gleich die Infos, weil das Ganze hat einen Hintergrund. Und das wird direkt in der Anleitung auch gesagt vom Autor, weil zu Beginn der Coronavirus-Pandemie begaben sich viele Menschen in die Selbstisolation. Zu dieser Zeit entwickelte ich ein unendlich skalierbares Roll-and-Ride-Spiel, um es Interessierten auf der ganzen Welt via Facebook Live zu erklären und mit ihnen zu spielen. Jede der Welten, und das sind quasi die einzelnen Welten, die aus den Spielen bisher aus Stonemaier Games hervorgehen, und jede der Welten in Würfelwelten ist inspiriert durch ein Schlüsselelement eines anderen Stonemaier Spiels. Eigentlich hatten wir auch gar nicht geplant, das Spiel zu veröffentlichen, aber so viele von euch baten uns um eine richtige Version des Spiels, sodass wir uns doch für eine Veröffentlichung entschieden haben. Und das bekommen jetzt auch die Fans, deutschsprachige Version bei Feuerland erschienen. So, das Ganze gibt es auch übrigens in einer Solo-Version. Das ist auch bei euch, bei vielen von euch sehr beliebt. Das heißt, was ich jetzt im späteren Verlauf euch erkläre, was die einzelnen Karten, was die Welten angeht, das könnt ihr auch solo absolvieren. Da gibt es sogar noch ein separates Kartendeck, sodass ihr versucht natürlich möglichst viele Punkte zu generieren. Und das ist natürlich auch bei diesem Spiel der Fall. Und jeder hat, und das sind die Rückseiten, quasi ein Deck mit solchen Rückseiten. Und wie das dann aussieht, habe ich jetzt einfach in die offene Auslage schon platziert. Und wenn man sich die einzelnen Kartenwelten anschaut, dann entdeckt man, oder man sieht schon die einzelnen Spielen-Size, Tapestry beispielsweise, wie man durchaus kennt. Hier unten gibt es eine kleine Übersicht. Und hier auch noch eine separate Übersicht, was die Rohstoffe angeht. Zu Beginn werden quasi alle Karten gemischt. Eine Person macht es, mischt alle Karten und zieht dann quasi einfach drei Karten, drei Welten. Und die anderen legt er erst einmal verdeckt auf die Seite. Und mit diesen drei Weltenkarten spielt ihr die erste Runde. Das wird hier unten auch angegeben. Habt ihr die Runde dann gespielt, dann nehmt ihr von den restlichen Karten wieder drei zufällige Welten. Das ist Durchgang 2. Und dann natürlich im dritten Durchgang genau das gleiche Spiel. Deswegen auch die Spielzeit etwa 30 Minuten. Naja, je nach Spieleranzahl. Und das wird dann hier festgelegt. Und am Ende hat der oder diejenige mit den meisten Punkten gewonnen. Was macht man denn überhaupt? Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Gerade wenn man das aufmacht, denkt man, was ist denn das für ein Spiel? Also, ihr habt euch auf drei Welten verständigt. Ich lasse die jetzt einfach offen noch ein bisschen liegen. Und dann wird einfach gewürfelt. Und ich habe jetzt hier eine 5 und eine 2 gewürfelt. Und jeder trägt jetzt hier die 5 und die 2 oder die 2 und die 5. Spielt keine Rolle hier am Anfang ein. Weil jeder Durchgang wird über 9 Runden gespielt. Und wenn ich die 5 und die 2 habe, und zwar ein Beispiel, das heißt, diese drei Welten sind für diese Runde aktiv. Dann muss ich mir die 5 auswählen, entweder hier, hier oder hier. Die 2 muss ich mir auch auswählen, entweder hier, hier oder hier. Allerdings dürfen nicht die 5 und die 2 auf der gleichen Welt eingesetzt werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, abhängig von der Welt. Also Spielprinzip ist gar nicht mal schwer. Was man jetzt den Mitspielern nur erklären muss, und das kann man quasi auch gleich zu Beginn machen, da muss man jede Karte durchgehen. Man schaut sich die drei Welten an. Und die drei Welten, die hier hinterlegt sind, die beschreiben, was man denn hier machen muss. Bei Tapestry natürlich angelehnt, auch an das große Spiel, kann man natürlich hier bei einer 5, nimmt man quasi hier die Balken und trägt sie hier ein. Und deswegen auch Roll and Ride, man trägt sie ein, kann das später
mit dem mitgelieferten Tuch für jeden Spieler übrigens auch wieder wegwischen. Hat man gewisse Felder dann markiert oder ausgefüllt, bekommt man einen Bonus an Rohstoffen, die man dann hier einträgt und zwar einkreist. Weil im späteren Verlauf darf man so einen Bonus auch nutzen, dann streicht man es dann einfach durch. Also sehr einfach und übersichtlich gemacht. So, und abhängig davon, was ich dann hier durchstreiche, abstreiche, je nachdem, wo ich die Würfel dann verwende, sammle ich natürlich Sterne. Und genau diese Sterne geben natürlich am Ende auch Punkte. Es gibt sogar noch für offene Ressourcen einen kleinen Bonus von 0,1, was die offenen Ressourcen angeht. All das ist aber auch hier auf der Übersicht hinterlegt, also allzu viel lesen müsst ihr ja gar nicht. Und so ist man wieder dran, die 5 und die 2 wurde eingetragen. Dann würfelt ein anderer Spieler oder der gleiche Spieler auch wieder 5 und 3. Das trägt man hier ein. Und so befüllt man das, bis man Runde 9 ist. Und dann zählt man die Punkte von allen drei Welten zusammen. Die werden hier eingetragen. Die Ressourcenpunkte natürlich noch beachten. Dann wischt ihr alles weg und nehmt dann einfach drei neue Ressourcen für Durchgang 2 und fangt wieder hier oben an und spielt wieder über die 9 Runden. Ja, gar nicht so schwer. Und ich habe ja gesagt, wenn ihr das Ganze solo spielen wollt, dann gibt es hier noch separate Karten. Da geht es natürlich auch um viele Punkte. Es gibt noch eine Übersicht, die herbeigefügt ist. Und wenn die Welt euch nicht klar ist, dann wird das auch nochmal in der Anleitung angegeben. Also super einfach, sodass ihr natürlich das Ganze auch prima solo spielen könnt, wie so ein Minigolfspiel über verschiedene Bahnen. Das ist möglich. Und selbst wenn euch bei der Welt was unklar ist, dann könnt ihr nochmal in der Anleitung nachschauen, weil die Regel hat im Prinzip ein paar Zeilen. Alles weitere, was jetzt hier in dem Regelwerk hinterlegt ist, das ist die Erklärung der einzelnen Karten. Und wenn man sich die Karte mal anschaut, dann entdeckt man ja durchaus einiges. Wenn ich hier Ressourcen nehme, dann kann ich hier Ressourcen abstreichen, geben und nehmen. Ist also schon angepasst an diverse Spiele, wie man es kennt. Wie die Culture geht es natürlich um den Wein. Als Hintergrundthema auch hier Ressourcen einkreisen. Mit einem separaten Würfel dann hier den Bonus abstreichen, was die, was das Glas, das Weinglas dann angeht. Und so weiter. Charterstone natürlich dann auch die Kisten, die man hier unten hat und die dann befüllt, um Sterne zu generieren. Und so geht man quasi das Spiel durch. Ihr verwendet zwar also insgesamt 9 Karten, 9 Welten. Es sind ja 11 Welten insgesamt da. Ja, und das war schon das ganze Spiel. Würfelwelten ist für den einen oder anderen sicherlich eine Überraschung, wenn man es gewohnt ist, Sonmeier Games, durchaus strategische Spiele, taktisch geprägte Spiele und plötzlich kommt hier so ein Roll-and-Ride-Spiel her, wo quasi auch Titel der diversen Spiele dann hinterlegt sind. Man muss bedenken, und das habe ich am Anfang gesagt, das ist quasi ein Fanspiel, eine Fan-Edition. Man muss schon ein bisschen Roll'n'Ride mögen, ansonsten braucht er das Spiel gar nicht anfassen. Aber es hat natürlich schon so einen Fan-Status, weil letztendlich die Karten und das, was man hier macht, das erinnert natürlich an die Spiele, die man von Stonemaier Games kennt. Wenn man sie allerdings nicht kennt und ihr mögt Roll'n'Ride-Spiele, stellt das auch gar kein Problem dar. Euch fehlt nur der thematische Hintergrund und manche wollen das auch gar nicht, weil sie sagen, ja, das ist ein Roll'n'Ride-Spiel, da geht es um Punkte, da geht es um Spaß, da geht es um Kästchen ausfüllen und Punkte generieren. Absolut, auch in Ordnung, das könnt ihr auf jeden Fall auch spielen, aber das nur als kleine Information, weil gerade wenn man das Spiel Tapestry spielen wir nach wie vor ja gerne und dann erinnert es natürlich schon, was man macht an das große Tapestry, was den Hintergrund angeht, auch bei Viticulture mit Wein und weiteren Elementen, die hier natürlich ein bisschen veranschaulicht wurden. Grafisch natürlich, ja, durchaus ein bisschen speziell, aus meiner Sicht zumindest, wenn man es anderer Spiele dann kennt. Und es ist angegeben, ab 14 Jahre ist ja oftmals auch diesen Vorgaben, Rechten und sonstigen und ja, Kickstarter-Themen geschuldet, dass viele Spiele ab 14 sind, aber das kann auch ein geübter Neunjähriger oder Neunjährige dann spielen, wenn man da ein bisschen Roll und Ride-affin ist, weil letztendlich muss man quasi nur dem Mitspieler erklären, was die einzelne Karte macht. Das ist mir, was einzelne Karten auch angeht, nicht immer direkt einleuchten, was den Kartentext angeht. Klar, da hat man sich kurz gefasst, aber ich habe dann trotzdem nochmal in der Anleitung teilweise nachschauen müssen, sodass das klar ist, wie war das jetzt nochmal gemeint mit dem Element? Ach so, erst dann bekomme ich die Sterne. Da wollte ich nicht ins Detail einsteigen, aber da schaut ihr einfach in die Übersicht und dann kommt ihr mit klar. Angegeben für 1 bis 6 Personen, es wird auch direkt in der Box genannt, es könnt ihr auch
Klar, ihr könnt es online spielen, ganz klar. Ihr gebt jemandem einen Kartensatz, dann könnt ihr das auch über Skype etc. natürlich auch zukünftig spielen. Und das könnt ihr natürlich auch mit 10, 20, 30 Personen spielen, ist überhaupt kein Problem. Ein gewisses Vertrauen sollte natürlich schon vorhanden sein bei so einem Spiel, ganz klar, weil man da quasi eher für sich selbst spielt. Und deswegen empfiehlt sich durchaus, das Ganze auch solo zu spielen, was auch wirklich gut gelöst ist. Und es ist echt knackig, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das sind noch ein paar Feinheiten, die muss man natürlich bedenken. Und genau deswegen vielleicht auch die Altersangabe, wenn man das sich holen will, braucht man natürlich ein bisschen Erfahrung. Aber wenn man es in der Gruppe dann spielt, dann können Jüngere auf jeden Fall teilhaben. 30 Minuten, boah, sportlich. Sportlich für die 30 Minuten, weil man muss ja rechnen pro Plan, wie man dann braucht. Und manchmal muss man doch ein bisschen überlegen. Und klar, wenn ich jetzt die Zahl nicht verwenden kann, habe ich gar nicht erwähnt, das ist ein seltener Fall. Man versucht immer, die Zahlen zu verwenden. Dann kriegt ihr zumindest noch eine Ressource. Das nochmal als kleine Ergänzung. Ich glaube, dann habe ich schon fast alle Abläufe ja quasi euch erklärt. Ein Fanspiel, so muss man es auf jeden Fall sehen. Ich finde es aber cool, dass es das auch in der deutschen Version dann gibt. Bei Feuerland ist ja nicht immer selbstverständlich, aber das ist sicherlich ein Spiel, wo viele nutzen dann gerne als Absacker, als Einstieg etc. Und der eine oder andere, der Roll-and-Ride-Spiele mag, der sollte sich's vielleicht ein bisschen detaillierter anschauen, findet vielleicht Geschmack an dem einen oder anderen Spielidee, was man da machen muss und schaut sich dadurch vielleicht auch eines der größeren bzw. kleineren Spiele von Feuerland bzw. von Stonemaier Games dann an. Also durchaus auch eine clevere Spielidee und gerade mit einem Roll-and-Ride-Spiel, da hat man ja doch eher einen breiteren Markt, eine breitere Kundschaft dann angesprochen. Das zu allen Infos. Ich muss mal schauen, wenn ihr es euch holen wollt, gerne über die unten genannten Links, wenn es das überall gibt, bleibt natürlich letztendlich immer euch überlassen. Ja, das zum Spiel Würfen Welten. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.